So ein Risiko! Darkwing Duck! Pass uns auf, ihr bösen Buben! Darkwing Duck! Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben heute den 27.11.2010. Wir haben 21.56 Uhr. Wir befinden uns auf dem Grizzlers Air von dem geschätzten Herrn Nils. Und wir sitzen hier mit dem Babyfer, der mich als... Oh, jetzt kommt's raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte mich zu sonst Semi. Der mich als... Oh, was hast du nochmal gesagt? Warte, ich komm noch. Du hast mich als armseliges Wesen bezeichnet, oder? War das so, oder? Armseliges Wesen. Rex, so ähnlich. Wir müssen jetzt nochmal diskutieren das. Ja, nee, damit, nee. Damit weißt du, wie scheiße er ist, oder? Ganz ehrlich, er regt mir immer seine Post auf. Ich auch. Ich ja, seine Post. Ja. Es sieht mir langsam voll auf die Seite dann. Ja. Ich hasse die auch, ja. Boah, ey, doch, was armselige Kreatur? Was ist das? Warum sind diese Brawler. Nee, wie heißt das Spread? Im Brawl Room. Ich hab da einen Post gelegen, ne? Da steht so, ja. Brawl ist ja an sich nicht so schlecht, ne? Ich war auch letztens aus dem Brawl. Ich hab kurz gesagt, weil oben drüber Zetrox stand, ne? Ich dachte so, weil da war nur eine Quote von dir. Zetrox, ne? Und ich dachte, er schreibt das. Nein, das kann ich nicht. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und dann schreibt mir, ja, diese Brawl ist eigentlich ganz okay. Ich dachte, nein! Dabei hat das nur Phantasma oder wie der Typ geschrieben. Zwei Sachen, einfach wie geil war mal Kura Spread in diesem Post. Und Kura Post in diesem Spread, Mann! Sonic, ich liebe dich dafür, dass du einfach unter jedem. Bitch! Bitch! Ich liebe es auch, ich liebe es! Oh, immer BAM! Ich würde das zu dem Typen dann sagen. Wenn du rezitiert hast, und dann denke ich immer, du solltest zu dem Typen sagen. Ja, du zitierst mich und dann nennst du mich Bitch. Ich deine Post und dann wieder der nächste. So, auf jeden Fall, wir befinden uns hier mit dem Herrn Juli und mit dem Herrn Semiser und mit dem Herrn Hans. Und mit dem Herrn Nils und mit dem Herrn Manuel und natürlich mit mir, weil ich habe das Handy und so. Und ich werde mein Aufnahmegerät jetzt mal rumgeben lassen und jeder wird mal so erzählen, was er von dem Smash das so hält und was so abgeht. Bitte schön. Wo ist das Mikrofon? Andersrum. Und jetzt, ey. Ruhig. Also, meine offene Meinung zum Smash. Du hältst es zu, das ist unten, da wo man reinsteht. Ach so. Ja, dann tut mir leid. Also, falls ihr mich jetzt besser verstehen könnt. Ja, die liegt hier, aber ich muss gerade sprechen. Also, ich halte von diesem Smash-Fest. Also, erstmal halte ich von dem Host sehr viel. Ich liebe ihn. Nils, große Liebe an dich. Dann hasse ich alle, die nicht gekommen sind. Außer ein paar Ausnahmen. Einer Typ mit dem TV ist nicht da. Ja, Bludi. Spaß. Bludi. Nee, dieser Ebu-Kacke. Bukake. Ebu-Kacke. Elektronische Bukake, Alter. Jedenfalls finde ich dieses SF sehr gelungen und ich bedanke mich am Host Nils und hoffe, dass es wiederholen wird. Semifast dran, Akabasti. Sein Yoshi hatte noch einen Stock. Ja, ich kann nur bestätigen, was der Herr Solar neben mir bisher gesagt hat. Hallo! Ich habe 2 Monate gespielt, ne? Und ich habe in meinem das SF hier alles nur 2-1 ist sehr gelungen. Ich habe Baxon besiegt auf die Location. Der Brainlord besiegt auf New City. Und ich habe Essen besiegt, der 13. wurde auf New City. Alles damals schon. Also, wenn ich das mal noch sagen kann, also Baxter besiegen ist jetzt keine große Sache. Nach 2 Monaten spielen? Ohne und Ravenlord besiegen? Ey, das hab ich auch mal gesagt. Die wollen ja planen. Neu-Sorge. New City wurde in 2 Stack gemacht. Die Location ist sehr interessant. Rainbow Ride. Muss also sagen. Ey, wie kann man das hier am besten beschreiben? Ja, wie hier 3 gefällt einfach. Ja. Das ist ein Proberaum. Ich wusste vorher nicht, dass ein Proberaum immer so aussieht. Aber okay, man lernt nie aus. Und es tut mir sehr leid für dich, Ibu Klemak. Ich habe extra das Spiel, das du mir ausgeliehen hast, mitgenommen. Das kann ich dir leider nicht geben. Naja, dann werde ich es wohl behalten müssen. Tut mir leid. Ich gebe weiter an Hans. Ich sage es jetzt ins Mikrofon. Mit Alkohol gebe ich es offen zu, auch wenn ich ihn vorhin gethreestockt habe, ist Däumling nach Eis der Spiel, den ich am meisten bewundere in Deutschland für seinen Skill. Oh mein Gott. Jetzt bin ich rot.
Du solltest was zu einem SF sagen, Hans. So. Ja, das ist auch überdope und ich bin, es ist halt ungefähr Viertel nach fünf gefühlt und ich bin schon völlig voll. Oh Mann! Noch nicht mal! Nee, ich find's richtig geil. Alle Leute sind übertrieben cool. Ah ja, was ich noch festhalten muss für die Runde, Semifar hat seit August 2009 eine so gute Entwicklung vollgebracht. Ja, der kämpft er so. Unten! Ja, ich bin... Unten? Ja, hier sogar. Telefon. Ah, jetzt verstehe ich, okay. Semifar hat sich auch super toll entwickelt, finde ich auch super. Und Nils mochte ich ja schon seit CEB, aber seit Wien noch viel mehr. Oh, Liebe! Schlaf! Liebe! Ich bin noch nicht so voll. Komm doch. Es kommt einfach, dass ich ansonsten auch viel trinke. Deswegen wundert mich das bei Hans auch so. Aber es freut mich, dass alle hier sind. Ich finde es scheiße, dass so wenige Fernseher da sind. Und ich finde es kacke, dass Eis und Till immer noch am Zocken sind. Ja. Ich will heute noch voll werden, das ist alles. Freut mich aber trotzdem. Ich habe ein Doppelteam. Jo, hier ist Däumling. Hallo Däumling. Ich hatte jemand am Telefon. Und ja, die Runde ist auf jeden Fall cool. Die Leute hier sind voll korrekt. Ich auch. Egal. Die Leute sind korrekt. Und ich will mich jetzt mal einmal, aber das mache ich nur wirklich einmal, für die Leute, die ich vielleicht mal im Forum angeflamed habe, entschuldigen. Aber sonst, Hast du auch eine Brawler? Aber sonst ist Brawl scheiße. Und nein, wer mich privat kennt, weiß, dass ich im Forum nur ein bisschen rumtrolle und dass Juli mein Auto liebt. Und ansonsten möchte ich, ja, alle Leute, die hier sind, das sind einmal der David, einmal der Juli, einmal, oh Gott, Basti, einmal der Hans und einmal der Nils, möchte ich ganz doll grüßen, weil die sind richtig cool. Und im Nebenraum sind noch Till und Mustafa. Ganz so cool, weil sie nicht trinken. Und ja, ist coole Stimmung hier und ich hoffe, das geht noch so weiter. Und deshalb übergebe ich jetzt wieder weiter an den David. Jo, hallo, hier ist der Tetrock. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Let's Smoke. Ich bin schon fertig. Wir sind jetzt bei meinem Let's Smoke Part 1. Ich rauche eine West. Und jetzt kommen wir auch gleich zu meinem Let's Smoke Final Part. Sie ist aufgebockt. Und Gegner. Ja, wir rauchen und saufen und Semifair raucht und trinkt nicht so viel. Weil er noch klein ist. Und weil er Brawl spielt, aber ich muss sagen, keine Ahnung, ich werde nachher mit Semifair noch so eintrinken und ich werde, ja, keine Ahnung. Ganz viel Liebe an die Community. Ganz viel Liebe an die Community, außer Kunai, den mag ich nicht und ich muss sagen, Wuschel mag ich eigentlich auch nicht so, wie er sich im Forum verhält, aber wie er sich heute auf diesem Smashers präsentiert hat, fand ich sehr cool, auch wir haben ein sehr cooles Set gespielt, er spielt sehr gut Melee und an der Stelle möchte ich erwähnen, es gibt einen Unterschied zwischen diesem normalen Trolling und diesem Trolling gegen Brawl. Ja, weil ich trolle Wuschel und ich trolle Brawl, aber wir trollen beide Brawl und deshalb sind wir so ein bisschen verbündet, aber dann trolle ich ihn wieder und ja, keine Ahnung. Also wir sind eine Gemeinschaft von Trollen, die alle in einer Höhle leben und im Grunde ist es alles Smash und eigentlich sind wir eine große Familie. Ja. Aber ich liebe Smash, kommt. Ja, Juli hat euch lieb und Gilde und Fax auch. Und Nils hat euch auch und Nils hat euch sowieso will. Und Semi fährt recht. Aber er macht trotzdem. Jetzt, wenn du das schreiben würdest, würde ich schon wieder auf den Zitat-Button klicken. Ja. Aber so viel zu dem Thema. Es ist ein super geiler Abend, es ist ein super geiles SF, auch wenn wir nur zwei Fernseher haben. Es geht gar nicht um Smash, es geht um die Leute, die da sind und es ist einfach cool und alles klar. Ich höre jetzt auf und trinke weiter.